Ich würde sagen, historisch gesehen schauen wir uns Batterien eigentlich nur Richtung Chemie an. Also es dreht sich alles darum, hey, was ist die beste Chemie? Oh mein Gott, neuer Durchbruch, neue Energiedichte. Aber jetzt, wie man auch schön an dem Beispiel von CATL sieht, dreht sich eigentlich alles darum, wie kann ich das Design auf Pack-Ebene oder wie auch immer, am Ende Fahrzeugebene, auch wenn man an Tesla denkt, wie kann ich das so optimieren, damit ich so viele Zellen wie möglich in den kleinsten Raum bekomme? Und da geht es dann halt wirklich um neueste Trends Richtung Design.